Guten Morgen. Guten Morgen. Oder, ja, ich grüße euch ganz herzlich. Wie schön wieder hier zu sein. Schon lange Zeit nicht mehr hier gewesen. Aber ich freue mich sehr, immer wenn ich hier sein kann. Und euch hier sehen kann. Auch dieses Jahr. Ich weiß, Gott hat Großes vor mit jedem Einzelnen von euch. Und Gott möchte uns weiter gebrauchen. Ich habe diese Woche einen Witz gelesen und ich möchte damit beginnen. Also Jesus, Moses und ein alter Mann spielen Golf. Und Jesus schlägt als erster ab und spielt seinen Ball in einen Teich. Ungestört schleitet er über das Wasser und spielt mit seinem zweiten Schlag direkt aufs Grün. Und Moses macht seinen Schlag und spielt ebenfalls in den Teich. Und er geht hinüber zum See, steht davor und das Wasser teilt sich. Er setzt sein Spiel einfach weiter und fort mit einem Schlag direkt aufs Grün. Schließlich ist der alte Mann an der Reihe. Er spielt ebenfalls in Richtung See, aber als der Ball fast die Oberfläche berührt, springt ein Lachs aus dem Wasser und schnappt sich den Ball. Und bevor jedoch der Fisch ins Wasser zurückfahren kann, stürzt sich ein Adler herunter und fängt den Lachs. Und der Adler fliegt über das Grün, lässt den Fisch fallen. Als dieser auf das Grün fährt, verliert er den Ball und so dann ins Loch einfach rollt. Super! Jesus, der dieses Holy Inon gesehen hat, dreht sich zu dem alten Herrn und sagt: Wenn du nicht aufhörst zu schummeln, spielen wir nächstes Mal ohne dich, Papa. Sehr schön. Heute geht es um drei Bereiche des Glaubens. Was zeichnet eigentlich einen lebendigen Glauben aus? Wie sieht ein Glaube aus, der Gott gefällt? Zu Jesus' Lebzeiten machten sich viele Fromme darüber Gedanken, wie man richtig glaubt und wie man den Glauben ganz praktisch leben kann. Und zu diesen Zeiten, zu diesen Leuten gehörten zum Beispiel die Schriftgelehrten und als Lehrer des Gesetzes beschäftigen sie sich sehr intensiv mit dem Gottes Wort und gaben der gesamten jüdischen Glaubensgemeinschaft dann vor, wie es für jeden Bereich des Lebens zu verstehen und umzusetzen ist. Kein Wunder, dass einer von ihnen Jesus in Markus Kapitel 12, Vers 28 fragt: Welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Und Jesus gibt ihm folgende Antwort in Markus 12, Vers 39, genau, 29 bis 30. Also das wichtigste Gebot ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Also die Antwort Jesu hier wird den Schriftgelehrten nicht sonderlich überrascht haben, weil Jesus einfach nur den Anfang des sogenannten Schema Israel, dem ältesten Glaubensbekenntnis des Judentums, zitiert. Und das Schema Israel, Höre Israel, umfasste mehrere Textabschnitte aus dem mosaischen Gesetz. Und jeder ernsthafte Jude kannte die Verse in- und auswendig. Er kannte sie zweimal täglich, morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen wurden sie einfach gebetet bzw. rezitiert. Im Westlichen wesentlich spricht Gott darin davon, dass er als alleiniger Gott anzuerkennen und zu verehren ist, dass er uneingeschränkte Liebe und Treue erwartet und dass die Zugehörigkeit zu ihm darin zum Ausdruck kommen soll, dass man sich mit seinen Worten und Geboten sich intensiv beschäftigt,
sie sich täglich in Erinnerung ruft und kompromisslos danach lebt. Und Jesus bringt zum Ausdruck, dass das Erste und das Wichtigste im Leben eines Gläubigen ist, Gott zu lieben, und zwar mit ganzem Verstand, von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Mit Kopf, mit Herz und mit was noch? Verstand. Mit Gemüt. Hand. Gemüt auch. Gemüt, mit Hand. Als ganzer Mensch. Also, ich möchte diese drei Bereiche des Glaubens genauer betrachten. Glaube mit Kopf. Glaube ist Kopfsache. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Verstand, mit Denken, lieben. Also erkennen, verstehen, wissen. Glauben ist nicht kopflos. Auch wenn Christen sich manchmal so verhalten. Also Gott ermutigt niemals dazu, den Verstand auszuschalten. Und gemäß dem Motto, nun, da du Christ geworden bist, solltest du das Denken einstellen. Nein, unser Verstand ist eine Gabe Gottes, die wir einfach gebrauchen sollten. Und ein leidenschaftlicher und lebendiger Glaube will Gott selbst und sein Wort immer besser kennen und verstehen lernen. Und Paulus war ein Denker, jemand, der Gottes Wort ernsthaft studierte und der Gottes Wort einfach kannte und der darüber nachdachte, der einen unglaublichen Wissenshunger nach den Dingen Gottes hatte. Und in seinen Briefen bringt er hier öfters so den Wunsch zum Ausdruck, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen sollen. Wir sollen wachsen. An mehreren Stellen schreibt er, ich will aber, dass ihr wisst. Ich will aber, dass ihr wisst. Wir sollen kennen, Unwissenden bleiben. Wir sollen also keine Unwissenden bleiben. Wir sollen kennen lernen. Und wir sollen wissen, was richtig ist. Und Paulus beschwert sich deshalb bei den Hebräern darüber, dass sie sich in der Kenntnis der Schriften nicht weiterentwickelt haben. In Hebräer Kapitel 5, Vers 11 bis 13 können wir lesen. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Genau. Also, ein Glaube ohne Verstand, denn es an Kenntnis und Verhältnisse der biblischen Wahrheiten und Verheißungen mangelt, ist eine große Gefahr. Wird dadurch unser geistlicher Wachstum einfach gehemmt. Zum anderen sind wir dann anfällig für falsche Irrlernen. Und wenn unserem Glauben das Wissensfundament fehlt, wie die Gabe unseres Verstands nicht gebrauchen, wenn wir nicht prüfen, dann sind wir anfällig dafür, Leuten zu glauben, die die Wahrheiten der Bibel verdrehen. Und wir lassen uns dann leicht von jemandem täuschen, nur weil er oder sie vielleicht eine charismatische Ausstrahlung hat und überzeugend reden kann. Gott ermutigt hier uns also dazu, unseren Verstand zu gebrauchen. Aber er weist uns auch darauf hin, dass unser Verstand begrenzt ist und uns im Wege stehen kann. Unser Verstand kann uns auch im Wege stehen. Wir brauchen in allem die Unterstützung seines Geistes. Nur sein Geist
kann uns in eine tiefere und umfassende Erkenntnis seines Wesens und seines Wortes hineinführen. Glaube mit Herz. Nächster Punkt. Der Kopf allein macht aber noch längst keinen lebendigen Glauben aus. Jesus spricht davon, dass auch unser ganzes Herz dazu gehört. Die Frage ist nicht nur, was ich weiß, sondern wie ich mit dem Wissen umgehe. Die Wahrheit muss vom Kopf einfach ins Herz. Gott will durch sein Wort nicht unser Wissen vermehren, sondern unser Herz erreichen. Deshalb sagt Paulus auch hier, mit dem Herzen wird geglaubt zu Gerechtigkeit. Das Herz glaubt über die Grenzen des Verstandes hinaus. Es vertraut und es liebt. Es sagt ja, auch wenn es nicht alles versteht. Gott will unser Herzen, unser Innerstes berühren, bewegen, verändern. Jemand, der von ganzem Herzen glaubt, ist demütig, ist bereit, sich von Gott korrigieren und verändern zu lassen. Voller Leidenschaft und Opferbereitschaft für die Sache Gottes, ein aufrichtiger und ein treuer Liebhaber Gottes, dankbar und lobt Gott einfach nur, weil er der ist, der er ist. Und lebendiger Glaube hängt ganz entscheidend von unserer Herzenshaltung Gott und seinem Wort gegenüber ab. Jesus spricht einmal davon, dass Gottes Leben nur dann dauerhaft etwas in unserem Leben bewirken kann, wenn wir es mit dem richtigen und Herzenshaltung einfach aufnehmen. Er vergleicht hier das Wort Gottes mit Saatgut und schildert, wie es auf ganz unterschiedliche Böden trifft. Wir können den Text lesen in Lukas 8, Vers 11 bis 15. Das Gleichnis aber bedeutet dies: der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind, die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Aber was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Amen. Also wir sehen hier diese Böden, felsigen Boden, Dorngestrüpp, einfach auch der guten Boden. Die andere Übersetzung sagt, mit aufrichtigem, bereitwilligem Herzen. Das ist der gute Boden. Lass uns deshalb auch vom ganzen Herzen glauben. Lass uns vom ganzen Herzen glauben. Nächster Punkt. Glaube mit Hand. Glaube mit Hand. Ein wirklich lebendiger Glaube braucht aber nicht nur Kopf und Herz, sondern vor allem die Hand. Also wir sollen Gott mit aller Kraft lieben, das heißt, unsere Taten sollen auch die Liebe zu ihm widerspiegeln. Und Jakobus hat dazu einiges zu sagen. Er sagt, Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sondern sonst betrügt ihr euch selbst. Oder Jakobus 2, Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ein lebendiger Glaube drückt sich ganz natürlich in unserem Verhalten und Handeln aus. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Paulus
Er spricht sogar davon, dass Gott uns entgegenkommt, indem er schon alles vorbereitet hat. In Epheser Kapitel 2, Vers 10. Bitte einmal einblenden. Genau, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandern sollen. An die Übersetzung steht, an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Kopf, Herz und Hand sollen zusammenkommen. Leider sieht es in der Praxis selten so aus. Immer wieder sind Bereiche unterentwickelt oder geraten ins Abseits. Und dafür möchte ich jetzt noch 4 Szenarien anschauen mit euch. Der Kopf als Außenseiter. Ich habe eben schon angedeutet, wie wichtig es ist, den Verstand zu gebrauchen, weil man sonst fehlgeleitet werden kann. Der Verstand ist deshalb auch ein wichtiger Partner des Herzens. Ohne Kopf wird mein Glaube nämlich nicht mehr von Erkenntnis und Wissen getragen, sondern beruht nur noch auf Gefühlen und Emotionen. Und ich kann mich dann nur noch auf das stützen, was ich in meinem Herzen fühle oder auch nicht fühle. Es geht dann nicht mehr um Gewissen, sondern es geht hier um Stimmung dann. Aber sind die Regungen des Herzens immer richtig göttlich? Sind sie nicht oftmals auch rein menschlicher Natur? Entsprechen nicht dem, was Gott für uns gut heißt? Manchmal nicht. Muss der Glaube nicht manchmal sagen, auch wenn ich es erst gerade nicht so empfinde, es sich anders anfühlt, es ist doch wahr, deshalb glaube ich und deshalb gehorche ich auch. Und der Kopf ist also für das Herz wichtig, aber auch die Hand, auch für die Hand. Ich kann nämlich viel tun, aber entscheidend ist das Richtige zu tun, und manches, was ich im Namen des Glaubens getan habe oder was getan wird, ist für die Sache Gottes eher zum Nachteil als zum Vorteil. Und es wird kopflos gehandelt, ohne Sinn und Verstand. Wir müssen aus der Erkenntnis Gottes heraus handeln, sonst greift unsere Hand ins Leere und bewegt gar nichts oder richtet nur Schaden an. Und der Kopf ist dann unverzichtbar und ein Partner von Herz und Hand. So sollte es sein. Das Herz als Außenseiter. Es kann passieren, dass wir im Glauben zunehmend das Herz verlieren. Der Glaube ist dann kahl, leblos, ohne Leidenschaft, ohne Gefühle. Und wir wissen vielleicht viel, also Kopf, ne? Und wir tun dann auch viel Hand, aber nur noch aus religiösen Pflichtgefühl, nicht mehr aus innerer Überzeugung, einfach nur, weil man das als Christ halt so macht. Und wenn Glaube keine Herzensangelegenheit mehr ist, sondern nur noch Programm, werden wir religiös, entwickeln uns zu Fassadenchristen. Ein Beispiel dafür sind die Pharisäer. Also kaum jemand kannte, also Kopf jetzt, das Wort Gottes so gut wie sie. An Wissen mangelt es ihnen nicht. Sie konnten das Wort Gottes auswendig, auch durch ihre Taten, also Hand, machten sie bei vielen Leuten Eindruck. Aber Jesus ließ sich nicht davon blenden. Und er erkannte ihre Hartherzigkeit, ihre Unbarmherzigkeit, und Gott konnte ihr Herz nicht mehr erreichen, berühren, konnte nicht verändern. Sie begegneten Gott nicht mit den richtigen Herzhaltungen und sie handelten nicht aus echter Liebe zu ihm.
Und der Glaube braucht Herz. Und weil er sonst verklopft oder zu reinem Aktionismus vorkommt. Die Beziehung zu Gott bleibt ohne Herz auf der Strecke. Es geht nicht ohne Herz. Ohne Herz lieben wir nicht. Ohne Herz denken und handeln wir nicht mit der richtigen Haltung. Die Hand als Außenseiter. Es gibt unter Christen ein weiteres, weit verbreitetes Szenario. Die Hand wird zum Äußersten, wird außer Acht gelassen. Im Glauben sind wir vielleicht mit Kopf und Herz dabei. Wir wissen viel. Wir lassen uns von Gottes Wort auch berühren. Aber dabei bleibt es dann. Und wir leben den Glauben nach innen, aber nach außen bleibt er unsichtbar. Mark Dever, der sagt, es ist mir egal, wie oft sie während einer Predigt oder einer Lobpreiszeit zu Tränen gerührt sind. Wenn sie nicht ein Leben führen, das von Liebe zu anderen Menschen geprägt ist, findet sich in der Bibel kein Hinweis darauf, dass sie ein Christsein sind. Keiner. Kein Hinweis. Also Jesus hat nichts anderes gesagt. Auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot stellt er neben der Liebe zu Gott die Liebe zum Nächsten. Das heißt, dass die Liebe zu Gott in der Liebe zum Nächsten zum Ausdruck kommen muss. Ist der Umgang mit dem Nächsten geprägt von Liebe, Achtung, Geduld, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft? Wie sieht das bei uns aus? Ich glaube, wenn wir anfangen würden, nur einen Bruchteil dessen, was wir wissen, auch zu tun, könnten wir eine geistliche Erweckung einfach auslösen. Amen. Das Problem ist, wir haben solche Köpfe und ich schließe mich ein. Wir sind vor lauter Wissen schon so aufgebläht, dass wir uns kaum noch bewegen können. Wir sind im Herzen so berührt von Gott, in unserem Alltag rührt sich nur leider viel zu wenig. Also, wir müssen anfangen, einfach zu tun, was wir erkannt und verstanden haben. Søren Kierkegaard sagt, die Bibel ist sehr leicht zu begreifen. Doch wir Christen sind ein Haufen ränkevoller Schwindler. Wir tun so, als ob wir unfähig seien, sie zu verstehen. Wissen wir doch sehr genau, dass wir von dem Augenblick an, in dem wir sie verstehen, entsprechend handeln müssen. Also es gibt kein Ausreden dafür, dass wir die Hände in die Tasche stecken. Vielleicht ist es uns nicht bewusst, aber unsere Hand hat auch einen wichtigen Einfluss auf den Kopf. Unser Handeln erweitert nämlich unsere Erkenntnis. Also Frost und Hirsch beschreiben diese Tatsache so, wie uns die hebräische Wertanschauung lehrt, ist die Erkenntnis Christi unauflösbar mit der Erfahrung verknüpft. Ein Nachfolger Jesu erweitert seine Erkenntnis nur durch Erfahrung und Taten. Umgekehrt muss sich unsere Erkenntnis in Erfahrung und Taten ausdrücken. Also wenn wir nach Gottes Wort handeln, machen wir Erfahrung mit Gott selbst. Und diese Erfahrung erweitert unsere Erkenntnis Gottes. Wir haben gesehen, dass unser Glaubensleben schon leidet, wenn auch nur einer dieser drei Glaubensbereiche vernachlässigt wird. Und ich möchte dir heute Morgen fragen, in welchem Bereich wurde bei dir vernachlässigt? Welcher Bereich ist bei dir vernachlässigt? Unser Glaube ist dann im Ungleichgewicht. Es fehlt Entscheidendes. Je größer die Schnittmenge der drei Bereiche aber ist, desto mehr erleben wir den Segen eines lebendigen Glaubens. Wir kennen Gottes Gegenwart und sein
wirken, nur dort in vollem Umfang genießen, wo Kopf, wo Herz und wo Hand aufeinandertreffen. Die drei bilden eine explosive Mischung, und wenn sie zusammenkommen, dann passiert einfach in unserem Leben etwas Übernatürliches. Und erleben wir tiefe Erfüllung. Und wir sollen also jeden der drei Bereiche im Blick behalten, darum bemüht sein, jeden einzelnen Bereich weiter zu entwickeln, nicht stehen zu bleiben und mit dem anderen im Gleichklang zu bringen, einfach diese Balance zu halten. Kein Bereich sollte gegen einen anderen ausgespielt werden oder zu Lasten eines anderen gehen. Es geht um richtige Erkenntnis. Es geht um richtige Haltung, richtiges Handeln. Und Jesus ist unser Glaubensvorbild. Er hat die Beziehung zum Vater vollkommen gelebt. Er hat diese Beziehung vollkommen gelebt, und bei ihm waren Kopf, Herz und Hand einfach absolut deckungsgleich. Und bei ihm kam alles zusammen. Und deshalb war sein Leben so kraftvoll. Und er hat seinen Vater im Himmel von ganzem Verstand, ganzem Herzen und mit aller Kraft geliebt. Also ein bisschen reicht nicht. Ein bisschen reicht nicht. Wir müssen aufs Ganze gehen. Amen. Ich möchte noch mit euch beten. Wenn jemand beten möchte, kann dich im Gebet einschließen. Gib ein Handzeichen und ich bete auch für dich. Vater, ich danke, dass du heute hier bist, Vater, und du siehst unsere Herzen, Vater. Und du siehst auch, welchem Bereich unseres Glaubens vernachlässigt wurde, Vater. Du weißt, Vater, wo wir Hilfe brauchen, wo wir ja unser Glauben einsetzen sollen, Vater, wo wir nicht stehen bleiben sollen, Vater. Hilf, dass wir einfach diese richtige Balance haben, Vater, dass wir keine Ausreden suchen, sondern dass wir einfach unseren Glauben einfach vollständig leben können, Vater, dass wir einen lebendigen Glauben haben können, Vater, dass wir mit Kopf, mit Herz und mit Hand einfach dich dienen, Vater. Im Namen Jesus, Vater, komm und segne jeden Einzelnen hier heute Morgen. Wir wollen einfach erfüllt von deinem Geist, Vater, und geleitet von deinem Geist, Vater, unseren Glauben einsetzen, Vater, und wir wollen dich dienen, Vater. Segne jeden Einzelnen hier, Vater. Ich lege jeden in deiner Hand, im Namen Jesus. Amen. 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 Danke. Gott segne. Moin! Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Wenn ihr weitere Infos haben wollt zur Freien Christengemeinde Zeven, könnt ihr auf www.fcg-zeven.de gehen, dort auf die Homepage gehen und könnt euch da auch nähere Infos einfach auch zu der Freien Christengemeinde in Zeven einfach holen. Ihr seid natürlich alle ganz herzlich eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen oder zu irgendeiner anderen Veranstaltung. Diese könnt ihr natürlich finden unter den Reiter Veranstaltungen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen schönen, gesegneten Tag. Auf Wiedersehen.